Hier wurde gebraut, Fontane war wohl auch schon da und das kleine Dorf hat eine lange Geschichte. Buberow im Landkreis Oberhavel ist malerisch und fernab vom Stadtgetümmel gelegen. Der Ort ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Historische Dorfkerne in Brandenburg und zeigt, dass Tradition mit neuen Ideen verbunden Landleben durchaus lebendig macht. Jetzt in Land und Leute. Idyllisch. Inmitten der Reiseregion Ruppinerland liegt südlich von Gransee Buberow. Buberow ist, bis heute gut erkennbar, ein Rundlingsdorf. Markant an dieser Siedlungsform des Mittelalters war, dass es nur einen Zugang ins Dorfinnere gab, der durch ein Tor verschlossen wurde. So konnten gegebenenfalls Feinde abgewehrt werden, was durch die Unzulänglichkeit der Luchlandschaften unterstützt wurde. Die Wehrhaftigkeit braucht Buberow heute nicht mehr. Im Gegenteil. Friedlich gelegen beherbergt es eine fröhliche Gemeinschaft von Dorfbewohnern und Gäste sind gern gesehen. Der historische Dorfkern von Buberow ist ganz besonders gekennzeichnet durch große vier Seitenhöfe, die also in der Runde um die Kirche angeordnet sind, die einen relativ sehr hohen historischen Wert haben, also einen sogenannten ortsbildprägenden Wert. Buberow selbst vom Namen her ist von den Slawen besiedelt worden, wahrscheinlich im 8. 9. Jahrhundert. Und Buberow kommt also aus dem Slawischen und heißt so viel wie Boba of, das heißt Ort des Bibers. Hier waren also sehr viele Biberburgen, hier waren sehr viele Gewässer und die Slawen haben sich praktisch bei dem Bau des Dorfes an dem Biberbau orientiert. Meist ist die um 1500 im spätgotischen Stil erbaute Kirche das Herz des Dorfes und fraglos ein Blickfang. Hopfen und Malz, Gott erhalt. Buberow zählte im 18. Jahrhundert zu den besten Hopfendörfern der Grafschaft Ruppin. Die Kirchturmuhr zeigt in Richtung der ehemaligen Brauerei. Somit wussten die Arbeiter stets, wie spät es ist. Buberow war bekannt auch durch Hopfenbau und Pferdezucht im Mittelalter und gehörte über 2,5 Jahrhunderte dem Kloster Lindow an. Von dort aus wurde hier praktisch das Dorf beauftragt, Hopfen anzubauen und Bier zu brauen. Und eine bestimmte Menge musste ans Kloster abgegeben werden. Der Rest konnte dann selbst verbraucht und veräußert werden. Außergewöhnlich schön und ortsprägend in Buberow sind die unterschiedlichen, teils altehrwürdigen Bäume. Sie lassen die Ortsmitte zauberhaft erscheinen. Ein Baum in Buberow hat seine besondere Geschichte. Über ein Jahrhundert wuchs er stattlich heran, bis in den 1970er Jahren ein Blitz in die Krone einschlug. Davon erholte sich die Friedenseiche nicht mehr und musste 2010 der Verkehrssicherheit weichen. Nur ein Stumpf ist geblieben. Ich
Wir befinden uns hier im Zentrum des historischen Rundlings von Bubro. Und hinter mir sieht man noch den Stumpf der Friedenseiche, die im März 1871 von einem Buburoer, und zwar von Karl Kowierschke, einem Veteran, einem Kriegsveteran, hier gepflanzt wurde. Und sein Urenkel, der lebt heute noch in Bubro, hat uns gütigerweise die Informationen geliefert. Und wir haben dann versucht, diese Eiche der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen. Aber bis heute ist die Eiche für die Buburoer bedeutsam, als Ort des Friedens, der Zusammenkunft und der dörflichen Gemeinschaft. Spaziert man durch Buburo, reist man durch die Historie des Ortes und verharrt sicherlich einen Moment länger vor dem Erbkrug Schröder, der eine ganz besondere Kostbarkeit barg, den legendären Silberschatz von Buburo. Also wir befinden uns vor dem jetzt als Wohngebäude durch eine Familie genutzten ehemaligen Erbkrug Schröder, der bereits im 15. Jahrhundert als kombinierte, also Erbpacht bzw. Erbkrüger Einrichtung genutzt wurde durch die Familie Schröder. Und bis zum Jahr, wir können das hier auch auf der Tafel hier sehen, wir haben einen Geschichtsweg bzw. einen historischen Erkundungsweg hier durchs Dorf installiert, wo man sich orientieren kann. Dort stehen auch die wichtigsten Daten für die Gebäudedorf. Beispielsweise hier fand ein Brand statt im Jahre 1889. Und bei Aufräumungsarbeiten im Keller wurde der legendäre Schatz von Buburo, ein aus 280 Silbertalern bestehender Schatz, gefunden. Wahrscheinlich von den Schröders über Generationen in Familienbesitz gesammelt, gehortet und wurde dann letztendlich verteilt an die Finder bzw. Ans Museum nach Berlin wurde was geliefert. Auch die Würdenträger und Funktionäre im Dorf hatten die Gelegenheit, sich am Schatz zu bereichern. Wir haben festgestellt, dass jetzt kein Taler mehr vorhanden ist, sonst hätten wir ihn eventuell auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine wechselvolle Geschichte liegt hinter dem kleinen Dorf im Ruppiner Land. Heute leben 150 Menschen in Buburo. Dass ein Drittel davon Kinder sind, weist in eine gute Zukunft. Und weil Zukunft Bildung braucht, gibt es eine gute Busanbindung an die Schule. Aber die älteren Buburoer erinnern sich gern an ihre Schulzeit im Ort. Also wir befinden uns hier vor dem ehemaligen Schulgebäude, welches 1894 neu errichtet wurde. Hier wurden also alle Buburoer schulpflichtigen Kinder von erster bis zur siebten oder achten Klasse unterrichtet durch den Lehrer. Der Lehrer war gleichzeitig auch Küster und übte das Schneiderhandwerk hier in Buburo aus. Und wir haben festgestellt in unseren historischen Recherchen, dass das Schulgebäude bis 1950 genutzt wurde. Anschließend sind die Kinder dann nach Guden-Germdorf zur Schule gegangen und dann weiter in Gransee. In den 50er Jahren, am 1. Juni 1954, ist hier eine Konsum-Einrichtung, eine Verkaufsstelle eingerichtet worden und diese wurde bis 1991 genutzt. Das waren nur einige von zahlreichen Beispielen Buburoer Historie. Der Ort ist stolz auf seine Geschichte und zeigt es auch. Wen wundert es, dass Buburo heute aktives Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Historische Dorfkerne im Land Brandenburg ist? Mit dem Anliegen, historisch Gewachsenes zu wahren und in einer zukunftsorientierten Gegenwart zu leben. Nicht zuletzt mit vielen Festen und Veranstaltungen in idyllischer Umgebung.